oad.de. One every day keeps the doctor away. Moin moin, servus, grüezi und hallo und willkommen zur neuen One App a Day Folge mit einer Android App, der App Afterlight. Aktuelle Versionsnummer 1.0.635 MB groß, erforderliche Android Versionsnummer 4.0.3 oder höher, 73 Cent pro Artikel sind die In-App-Käufe und bei 50.452 Gesamtbewertungen eine Durchschnitts-Sterne-Bewertung von 4,3 Sternen. Afterlight ist die perfekte Bildbearbeitungs-App für die schnelle und unkomplizierte Bearbeitung. Es gibt 59 Filter, 15 Anpassungstools, 66 Beschaffenheiten. Zum Beispiel 35mm Filmfilter oder Sofortbildfilm, kratzige Filmtexturen etc. Umformwerke habt, einstellbare Frames und so weiter und so fort. Ist an sich eine ganz nette App, hat zwei Fehler. Sie stürzt auf dem Honor 9 leider in Regelmäßigkeit ab. Ich kann allerdings häufig nicht reproduzieren, wodurch. Manchmal bei der Bearbeitung, manchmal, wenn man es abspeichern will. Merkwürdig. Und ich habe andere Apps zur Bildbearbeitung, aber das liegt natürlich nicht an der App. Das ist kein Fehler der App, sondern ein Fehler vielleicht bei mir, wer weiß. Wenn Afterlight nicht abstürzen würde, wäre es eine wunderschöne App. Also schön, naja, aber funktionell schön. So kann ich leider keine Download-Empfehlung aussprechen. Schade drum. Beziehungsweise ihr müsst es ausprobieren. Und wie gesagt, auf meinem Honor 9 stürzt es regelmäßig ab. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und natürlich und selbstverständlich ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de, facebook.com/oneappatag, gplus.eu/oneappatag oder eine @mention an twitter.com/oneappatag.